Ja, heute war wieder ein Arbeitseinsatz beim Projekt Deine Arbeit, meine Arbeit. Heute mit der Autobahnmeisterei Dresden bin ich unterwegs. Die Autobahnmeisterei ist für vielfältige Aufgaben zuständig. Für die Sicherheit auf den Autobahnen, genauso für Ordnung und Sicherheit. Sie mähen Gras, sie haben die große Aufgabe des Winterdienstes übernommen. Sie schneiden Holz zurück und geäst, damit wir freie Sicht haben. Sie kümmern sich um Ordnung auf den Rastanlagen. Und so war ich heute mit Patrick unterwegs auf der A4 und auf der A13. Wir haben die Parkplätze sauber gemacht, die Mülltonnen entleert und die Toiletten sauber gemacht. Und wirklich keine schöne Arbeit, aber es muss halt getan werden. Ja, und es gibt eben Kolleginnen und Kollegen, die tun das. Wir nehmen das mal selbstverständlich. Aber es sind eben Leute, die eben auch für uns den Dreck wegräumen. Und wir sind so manchmal achtlos gegenüber diesen Menschen. Ich denke, sie haben unseren Respekt verdient. Aber mein Respekt ist auch nochmal deshalb gewachsen vor den Kolleginnen und Kollegen, weil sie sich häufig auch großen Gefahren aussetzen. Patrick hat mir erzählt, dass ein Kollege vor kurzem erst wieder einen Unfall hatte. Es ist zwar glimpflich für ihn gegangen, ein paar Prellungen, aber das Auto ist ziemlich in Mitleidenschaft gezogen worden. Da ist wieder ein Fahrzeug auf ein solches Streckenfahrzeug aufgefahren. Das ist natürlich dramatisch. Und man sieht aber eben auch, wie viel Verantwortung wir als Autofahrer auch haben. Denn ich habe auch immer mehr den Eindruck, dass unsere Autobahnen zum Kampfgebiet geworden sind und so viel Aggression und Gewalt inzwischen auch auf unseren Straßen unterwegs ist, wo wir mal unser Fahrverhalten überdenken müssen. Denn hier arbeiten auch Menschen auf der Autobahn, um Ordnung und Sicherheit zu gewährleisten. Und deshalb sage ich eben auch, Augen auf, wie wir fahren. Unser Fahrverhalten trägt doch mit dazu bei, dass Menschen, die hier arbeiten, auch sicher arbeiten können. Mein Respekt ist groß gewachsen vor den Kolleginnen und Kollegen. Und es ist eben nicht selbstverständlich, dass Menschen uns den Dreck wegräumen. Sie tun es.